In diesem Angeltutorial geht es um das Überprüfen und Reparieren von Rutenringen. Hier sieht man die Notverklebung eines Rutenrings, den ich auf meinem letzten Angelurlaub aus der Fassung geschossen hatte. Viele Abonnenten meines Kanals kennen sicher dieses Video, alle anderen sollten es sich unbedingt ansehen. Nach einem harten Angeltag sollte man prüfen, ob die Ringe und Einlagen noch festsitzen. Mit einem Messer lassen sich selbst feinste Haarrisse erfühlen und erhören. Einen groben Check bietet die optische Kontrolle. Manche Schäden fallen dabei sofort ins Auge. Hier liegt die Sache klar auf der Hand. Die Einlage fehlt zum Teil und der Ring ist angebrochen. Der Spitzenring lässt sich leicht komplett erneuern. Ich entscheide mich jedoch für eine Reparatur, da er aus einer hochwertigen Titanlegierung besteht. Zunächst muss die Einlage und sämtliche Klebereste entfernt werden. Mit einer feinen Diamantfeile schleife ich das Titan vorsichtig an, damit der Kleber später besser haftet. Mit Silikonentferner oder Nitroverdünnung reinigt man das Material absolut fettfrei. Zur Notreparatur am Wasser habe ich immer ein Ringeinlagenset und Sekundenkleber parat. Besser, aber langwieriger ist 2-Komponenten-Epoxid aus der Tube. Noch besser ist 2-Komponenten-Bootsepoxid, das ich hier bereits angemischt habe. Die Durchmesser der Ringeinlagen sind weitestgehend genormt, sodass meist nicht weiter angepasst werden muss. Hier habe ich natürlich schon vorher ausprobiert, ob der Ring passgenau sitzt. Der Spalt zwischen Ring und Einlage sollte absolut dicht mit Epoxid versiegelt sein. So wird sichergestellt, dass kein Salz oder Schmutz die Verbindung aufsprengen kann. Je nach Epoxidtyp ist die Verbindung nach einigen Stunden komplett ausgehärtet und einsatzbereit. Fehlt nur noch der Härtetest am Wasser. Die Rute kennt man seit einigen Jahren aus meinen Videos. Sie ist quasi schon mein verlängerter Arm beim Meeresspinnfischen. Oft werde ich nach Marke und Modell gefragt, leider ist sie jedoch nicht mehr erhältlich, sonst hätte auch ich sie mir ein zweites Mal zugelegt. Beim Werfen und Herausheben ist die Belastung für den Spitzenring am größten. Test bestanden, hält offensichtlich bombenfest.